Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 6 meines Godot Tiles Tutorials. In diesem Video werde ich die Kachelbewegungen implementieren, wenn eine Kachel angeklickt ist und diese sich neben einer leeren Kachel befindet. Dazu erstelle ich zuerst im TileScript ein TileClicked-Signal, welches ausgesendet wird, wenn ich eine Kachel anklicke. Dabei übergebe ich die Instanz der Kachel an das Signal. Im LevelScript verbinde ich dieses Signal mit einer Funktion HandleTileClick, die die übergebene Kachel weiterverarbeitet. Um zu prüfen, ob die Kachel bewegt werden kann, brauche ich zum einen den Index im TilesArray der aktuellen Kachel und den Index der leeren Kachel. Dann prüfe ich, ob die Kachel vom aktuellen Index zum leeren Index bewegt werden kann mit einer Methode canMove. Diese Methode nimmt zwei Integerwerte an, der Index von wo wir starten und der Index wo wir hinwollen und gibt dann True oder False zurück. Wenn ich jetzt hier fix false zurückgebe, dann können wir keine der Kacheln bewegen, sehen aber in der Konsole die angeklickte Kachel. Die Prüfung der Bewegung selber erfolgt in zwei Schritten, einmal die horizontale Richtung und einmal die vertikale Richtung. Und darin prüfe ich dann jeweils den linken und rechten Index, ob dieser dem To-Index, also da wo wir hinwollen, entspricht. Bei den horizontalen Werten brauche ich da einfach nur plus oder minus 1 zu rechnen. Bei den vertikalen Zellen ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger, da wir in die nächste Zeile rutschen müssen. Das heißt, ich muss hier stattdessen die Grid Subdivisions addieren oder subtrahieren. Das Ganze muss ich machen, weil ich natürlich die Kacheln in einem eindimensionalen Array speichere und wie das im Groben funktioniert, habe ich in Teil 3 kurz angerissen, als ich die Methode getCell implementiert habe. Wenn wir dann entschieden haben, dass die Kachel bewegt werden kann, tausche ich die beiden Indizes im Kachel-Array. Hierzu brauche ich keine temporäre Variable, denn die ActiveTile ist ja bekannt, die kann ich einfach in den Empty-Index schieben und der Index, wo die aktive Kachel vorher drin war, setze ich einfach auf Null. Dann bestimme ich die neue Position in der Welt für die Kachel. Und rufe eine Move-Methode der Kachel auf, um diese dorthin zu verschieben. Diese Methode nimmt die Position entgegen und setzt die Position auf die Target Position. Jetzt kann ich nur Kacheln anklicken, die an die leere Kachel angrenzen und diese Kachel werden dann sofort an die neue Position verschoben. Das ist natürlich nicht schön, deswegen werde ich jetzt hier einen Tween benutzen, um eine weiche Bewegung zu ermöglichen. Dazu brauche ich einmal die Geschwindigkeit, mit der sich die Kachel bewegen soll.
und eine Referenz auf den Tween-Node. Und dann kann ich die aktuelle Startposition zwischenspeichern und mit Hilfe von Tween Interpolate Property die Positions-Property bearbeiten, sodass diese von der Startposition zur Targetposition in der Slide-Speed-Geschwindigkeit verläuft mit einer quadratischen Funktion und Ease-In und Ease-Out. Das heißt, die Kachel wird am Anfang ein bisschen schneller, bis sie ihre Geschwindigkeit hat und gegen Ende wieder langsamer. Wieder einmal habe ich den Fehler gemacht und die Teilszene gestartet, deswegen sieht man jetzt hier gerade nichts. Und wenn ich die Levelszene korrekt starte, seht ihr jetzt schön, wie sich die Kacheln butterweich über das Grid bewegen. Im nächsten Video werde ich die Gewinnbedingungen implementieren. Das heißt, wenn alle Kacheln an ihrem Platz sind, dann wird in der Konsole ausgegeben: Hey, du hast gewonnen! Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, ciao!